Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 45, erschienen am 28. Mai 2019. Am 8. Mai unterzeichnete das Berliner New Space Unternehmen PT Scientists eine Vereinbarung mit Ariane Group. Wer die PT Scientists sind und was es mit dieser Vereinbarung auf sich hat, darum geht es in dieser Folge. Danach folgen einige astronomische Ereignisse, es gibt auch wieder Veranstaltungstipps und zum Schluss kommt ein bisschen was in eigener Sache, darunter auch ein paar Worte zum Reisebericht des Projekts Auf Distanz Goes Baikonur. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Im Jahr 2007 startete der Google Lunar X Prize. Im Juni des Jahres 2009 wurde bekannt, es gibt mit den Part-Time Scientists aus Berlin einen weiteren Teilnehmer. Mit der Mission to the Moon ging das Unternehmen an die Öffentlichkeit. Seitdem sind beinahe 10 Jahre vergangen. Aus Teilzeit wurde Vollzeit. In dieser Episode blicken wir auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der PT Scientists. 7. Mai 2019. Ich bin heute in Berlin bei den PT Scientists. Bei mir sitzt ein Gesprächspartner. Magst du dich vielleicht mal eben vorstellen? Ja, hallo, ich bin Andreas Schepers. Ich leite die Kommunikation der PT Scientists seit 1. Januar 2019. 1. Januar 2019, ist noch nicht so lange her. Das stimmt. Wo warst du vorher? Ich war vorher 10 Jahre bei der ESA, habe da auch Kommunikation gemacht, war da hauptsächlich in Darmstadt am Europäischen Satellitenkontrollzentrum und auch am Astronautenzentrum. Ja, und jetzt hat es dich hierher nach Berlin verschlagen zu den PT Scientists. Ist jetzt nicht unbedingt der alltägliche Name, wo kommt der her? Ja, PT Scientists, das werden wir oft gefragt. Viele kennen uns auch noch vielleicht unter der alten Bezeichnung Part-Time Scientists. Teilzeitwissenschaftler, das geht so ein bisschen zurück auf die Geschichte natürlich des Unternehmens. Damals, als die Idee entstand, dieses Unternehmen zu gründen, vielleicht muss man sagen, als die Idee entstand, zum Mond zu fliegen, kam unser Gründer Robert Böhme relativ spontan, glaube ich, mit der Idee ums Eck, dieses Projekt oder die Projektgruppe Part-Time Scientist zu nennen. Das hängt jetzt zusammen mit der Geschichte, wie das Unternehmen entstanden ist. Das Unternehmen ist ursprünglich mal entstanden aus der Teilnahme an dem Google Lunar X Prize. Da ging es darum, einen Rover zu bauen, den zum Mond zu bringen. Der Rover sollte eine bestimmte Distanz auf dem Mond fahren und Video zurückzuschicken. Und unsere Firmengeschichte, unser Mythos, geht halt so, die 6 Gründer saßen bei einem legendären Grillabend in Berlin zusammen und diskutierten darüber, dass es eben diesen Google Lunar X Prize gibt. Und Robert hat die Frage gestellt, gibt es irgendetwas, was uns daran hindert, zum Mond zu fliegen? Und keiner hatte eine richtig gute Antwort. Und dann haben sie beschlossen, dass sie es versuchen wollen. Robert hatte gerade ein bisschen Geld übrig, weil er unverschuldet in einem Verkehrsunfall verwickelt war, hatte Geld von der Versicherung bekommen und hat dann die $10.000 Anmeldegebühr investiert. Und die Zeit lief, das heißt, ich glaube, er hat sich original am letzten Tag der Frist angemeldet. Er brauchte einen Namen für das Team und dann ist ihm Part-Time Scientist eingefallen. Was eine gute Beschreibung war zu dem Zeitpunkt, denn niemand von denen war Vollzeitwissenschaftler. Es war im Grunde jetzt im sehr positiven Sinne eine Gruppe von sehr, sehr jungen Nerds, die alle Bürojobs hatten, studiert haben und wirklich nur dann danach in ihrer Freizeit erstmal an der Idee eines Mondrovers gearbeitet haben. Ja, Lunar X Prize, man sollte einen zum Mond fliegen und dort 500 Meter zurücklegen. Das war diese Distanz und HD-Bildmaterial sollte man dann zurückschicken. Um es zeitlich eben einzuordnen, der Lunar X Prize 2007 angefangen, 2009 kamen die damals Part-Time-Scientists dann dazu.
was ist dann passiert? Also ich meine, man hat part-time sich irgendwie hingesetzt und hat ein Konzept entwickelt. Genau, also jetzt, vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin erst wirklich erst seit 4 Monaten dabei, deswegen habe ich das auch nur in Gesprächen gehört, nachgelesen. Ich kann jetzt nicht mit echten Anekdoten dienen, aber das, was passiert ist nach meinem Verständnis, ist einfach, man hat sich zusammengesetzt, man hat einfach mal überlegt, wie müsste so ein Rover eigentlich aussehen. Man hat auch angefangen, tatsächlich relativ früh sich Gedanken darüber zu machen, wie kommt der Rover eigentlich dahin. Das heißt, man hat sich Gedanken gemacht, wie muss ein Mondlandegerät eigentlich aussehen. Und dann hat man angefangen, in diesem Sechser-Team sich so ein paar ganz grundlegende Gedanken zu machen. Und dann gab es offenbar relativ schnell, und da spielt das Internet eine wichtige Rolle, gab es Kontakt zu weiteren Personen, die sozusagen den Originalgründerkreis der ursprünglichen Sechs, dann erweitert haben. Dann kam Carsten Becker dazu, der heute unser stellvertretender Technologiechef ist, zuständig ist für alles, was blinkt, für die gesamte Elektronik. Der war zu dem Zeitpunkt Promotionsstudent und konnte dann, seine wissenschaftliche Arbeit sozusagen mit der Arbeit an diesem Projekt verbinden. Über das Internet kam dann auch Jürgen Brandner dazu. Jürgen ist ein österreichischer Ingenieur, der eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Ecke kommt, beruflich. Und da hat man sich tatsächlich erstmal virtuell miteinander vernetzt und hat angefangen zu arbeiten in einer Art und Weise, die man durchaus als Hobbyart bezeichnen muss zu Beginn. Na klar. Da war dann wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Bewegung drin, dass man also Sachen verworfen hat, neu angefangen hat und so. Ich selber habe die Part-Time Scientists oder PT Scientists auf einer CeBIT vor einigen Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen, wo einer der Rover zu sehen war und das Landefahrzeug Alina. Jetzt gibt es ja dann auch noch ein paar Partner, die mit an Bord sind, technologiemäßig. Kannst du dazu noch was sagen? Ja klar. Also da kann man auch nochmal rückwärts in die Geschichte gucken. Wir haben dann teilgenommen an dem Google Lunar X Prize. Der damaligen Gruppe ist es gelungen, dann eigentlich sogar zwei der Milestone Awards zu gewinnen. Aus dem Preisgeld konnte man dann tatsächlich die erste Firma, also wirklich die Gründung finanzieren. Man konnte dann auch sagen, okay, einige der Mitarbeiter sind dann gar nicht mehr nur Part-Time, sondern tatsächlich dann Vollzeit. Das war so ein bisschen der Startschuss und der eigentliche Beginn des Unternehmens. Damals war es aber auch, glaube ich, auch noch die Part-Time Scientists GmbH, die dann später in PT Scientists umgenannt wurde. Und weil du nach den Partnern fragst, irgendwann sind die PT Scientists aus dem Google Lunar X Prize ausgestiegen. Das hatte was damit zu tun, dass absehbar war, dass das von Google vorgesehene Startdatum nicht zu halten sein würde. In Klammern, niemand der Teams, die sich damals beteiligt haben, haben es geschafft. Damit ist der Google Lunar X Prize ohne Sieger zu Ende gegangen. Als dann dieser Preis zu Ende ging, haben wir Kontakt bekommen zu Audi, und Audi ist an Bord gekommen. Das war der erste große Partner, der erste große Technologiepartner. Später kam noch Vodafone dazu. Und diese Partner haben uns auch finanziell dabei geholfen, einfach ein gewisses Wachstum zu ermöglichen. Und gemeinsam mit denen hat man eben diese Mission to the Moon als Konzept, als Kommunikationskonzept auch entwickelt. Und dann als dritter Partner, wobei das im Grunde eher ein Dienstleister für uns ist, ist dann noch Red Bull Media House dazu gekommen. Und Red Bull Media House wird, das ist die Idee, unsere erste Landung auf dem Mond, nämlich die Mission to the Moon, eben als solche international medial vermarkten. So, das ist so dieses Konstrukt, mit dem wir lange Zeit gefahren sind. Und die Mission to the Moon ist ja auch weiterhin ein Thema. Also jetzt auch abseits des Lunar X Prize, den können wir im Prinzip ja abhaken. Da ist jetzt an die Israelis wohl noch abseitig so ein Meilensteinpreis abseits des Wettbewerbs nochmal ausgezahlt worden. So ein Moonshot Award. Ja, für das Erreichen des Mondes oder des Orbits, genau. Ja, auch wenn die Mission eben nicht sehr glücklich zu Ende gegangen ist. Ja, man muss aber fairerweise sagen, dass
wir echt mitgefiebert haben. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben auch über Social Media die wirklich mitgefeiert, angefeuert. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass das mit dem Start geklappt hat, dass sie in den Lunar Orbit gekommen sind. Wir saßen hier und haben das Drama der Landung verfolgt und haben schon so ein bisschen mit denen gezittert. Und ich glaube trotzdem, das ist eine Wahnsinnsleistung, die vollbracht haben. Und definitiv. Ja, das ist halt Raumfahrt. Die Landung hat nicht geklappt. Ich hoffe, nein, ich gehe sogar davon aus, dass wir es hinkriegen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass wir mehrfach redundante Systeme haben, die Israelis aufgrund von Budgetproblematiken so nicht hatten. Gab es Kontakte mit diesem Team? Es gab und gibt immer noch Kontakt zwischen den Unternehmen, die aus dem Google Lunar X-Prize hervorgegangen sind. Es gab damals zur Zeit des Preises sowieso regelmäßige Austausche. Man kennt sich, ja. Also gibt es da auch Wissenstransfer oder ist man da eher Wettbewerber und Inzwischen glaube ich, sind wir ganz klar Wettbewerber. Also insbesondere, wenn wir jetzt in die USA schauen, wo die großen Mitbewerber von uns sitzen, Astrobotics. Das ist eher Wettbewerb. Dann schauen wir doch mal eben auf eure Mission to the Moon. Wann geht's denn da los? Also aktuell gehen wir von einem Startdatum im Jahr 2021 aus. Wir sind nach wie vor in einer Welt, in der wir einen Flug auf einer Falcon 9 reserviert haben, tatsächlich auch angezahlt haben. Wir haben Alina ein bisschen verändert, also unser Mondfahrzeug, unser Landefahrzeug, Mondlander. Lunar Lander. Manchmal ist es wirklich schwierig, die deutsche Terminologie sauber hinzukriegen, weil wir inzwischen hier auch nur noch alle Englisch reden. Das ist bizarr. Also das Mondlandegerät Alina wird eine Masse von 4000 Kilo haben, also 4 Tonnen nass, wird eine Payload-Kapazität von bis zu 300 Kilo haben. Und damit sind wir dann auch schon wieder Single Passenger auf einer Falcon 9. Ja, das ist ja doch eine recht große Änderung zu dem, was man so bisher gehört hat. Da war von 100 Kilo Nutzlast die Rede und man ist zusammen mit anderen Missionen unterwegs. Seit wann wisst ihr das so, dass ihr jetzt euch nochmal vergrößern werdet? Das ist schon eine ganze Weile so. Wir haben jetzt einfach noch einen Punkt abgewartet, wo wir das kommunizieren wollten. Und tatsächlich bietet jetzt die Ankündigung, über die wir gleich auch nochmal sprechen wollen, mit Ariane Group eine gute Gelegenheit darüber, das zu sagen, hey, das ist eigentlich das, was in Entwicklung ist. Natürlich unsere Payload-Kunden, wir arbeiten ja mit einer ganzen Anzahl von Unternehmen zusammen, die Payload zum Mond fliegen wollen, die wissen das natürlich. Wie viel von den bisherigen Erkenntnissen bei der Konstruktion und so könnt ihr denn dann noch mit rübernehmen? Ich meine, wenn ihr jetzt die Nutzlast verdreifacht und so, das wird ja Auswirkungen haben, dass ihr sagt, müsst ihr komplett von vorne anfangen oder könnt ihr auch noch? Nee, also das liegt wirklich alles sehr, sehr weit zurück. Also wir sind jetzt schon so, es ist nicht so, dass wir noch in dieser Planung sind, sondern wir sind, das Raumschiff ist hat die PDR, die Preliminary Design Review, erfolgreich bestanden. Das heißt, es wird jetzt noch der Input von dieser Feedback-Runde sozusagen integriert und wir werden im Laufe des Jahres die Critical Design Review haben und danach können wir ins Bauen gehen. Also integrieren gehen. Ja, Critical Design Review, das ist der letzte Punkt, der abgehakt werden muss, genau. Wo man dann sagt, es kann losgehen genau, oder man muss nochmal was überarbeiten. Genau, das machen wir natürlich auch nicht alleine, sondern wir haben externe Gutachter, die wir dazu holen. Das können Leute aus der Industrie sein, von den Raumfahrtagenturen, die da sehr, 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 sehr kritisch drauf gucken, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Und uns dann eben wertvolle Hinweise geben und sagen, okay, das funktioniert, schaut euch das besser nochmal an, ändert hier vielleicht die Margin. So. Und das heißt, da stehen wir jetzt. So, wir haben ein Raumschiff auf PDR-Level, wir haben die Rover auf einem PDR-Level. Und um jetzt mit der Integration zu beginnen, brauchen wir jetzt halt tatsächlich einfach nochmal eine Runde
brauchen einfach sehr viel mehr Geld. Wir sind in Gesprächen mit Investoren und bereiten jetzt eben formell diese Investitionsrunden vor. Investitionsrunde, das heißt also Menschen, die selber Nutzlast mit euch fliegen, oder geht es im Prinzip wirklich Investoren, die am Schluss dann sagen, ja, wir wollen damit etwas verdienen? Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Also wichtig ist, wir haben ja ein durchaus nachhaltiges Geschäftsmodell. Das heißt, wir machen ja mehr als nur diesen Single Shot. Es geht ja nicht nur jetzt Mission to the Moon und irgendwie einen Rover zum Mond zu bringen, sondern wir verstehen uns inzwischen als New Space Unternehmen, nicht so sehr als unbedingt mehr als Startup. Wir wollen regelmäßige Transportdienstleistungen zum Mond erbringen, regelmäßige Flüge. Das heißt, dass wenn wir einmal unsere erste Mission geflogen haben, die im Wesentlichen eine Demonstrationsmission ist. Es geht darum, dass wir zeigen, dass wir die Technologie im Griff haben, dass wir soft landen können, dass wir dort landen können, wo wir wollen, dass wir die spezifizierte Zeit auf der Mondoberfläche überleben können, dass wir die Rover deployen können, dass die Rover fahren, dass die so lange fahren, wie wir das möchten. Das sind die ganzen Ziele. Dann können wir auch sagen, okay, wir werden regelmäßig fliegen. Immer vorausgesetzt natürlich, dass der Markt, den wir da sehen, den wir im Entstehen sehen, dass der tatsächlich dann auch da ist. Denn wir sehen eine, wie soll man das sagen, der Mond ist in den Fokus der internationalen Raumfahrt zurückgerückt, kann man sagen. So, wenn man sich die Pläne der Europäer, der Amerikaner, der Japaner, der Chinesen, der Russen anschaut, der Inder, im Grunde alle wollen zurück zum Mond und wollen dort Dinge tun. Die Amerikaner machen das gerade vor, wie das aussehen kann, dass man halt bestimmte Transportdienstleistungen einfach dem privaten Markt übergibt. So. An diesem Markt, der da entsteht, wollen wir partizipieren. Das versuchen wir aus Europa heraus, was natürlich nochmal eine besondere Schwierigkeit ist, vielleicht oder eine besondere Herausforderung, als wenn wir jetzt in den USA wären. So. Das heißt, wir sehen einen zukünftigen Markt für die Transportdienstleistung und für Infrastruktur. Infrastruktur verstehen wir darunter, dass wir Technologien anbieten wollen, die von anderen auf dem Mond genutzt werden können. In der ersten Mission werden wir zum Beispiel auch wieder einen Technologiedemonstrator im Wesentlichen fliegen, was ein LTE-Netzwerk ist, was im Wesentlichen besteht aus Alina, unserer Raumsonde, und den beiden Rovern, die untereinander und mit Alina dann über LTE kommunizieren können. Da arbeiten wir zusammen mit Nokia Bell Labs und haben quasi eine etablierte Technologie, die LTE-Technologie, genommen und sie für den Weltraum qualifiziert. Das heißt, wir haben es verkleinert, Aspekte von Strahlenschutz sozusagen beachtet. So, und das werden wir demonstrieren, dass das funktioniert. Und dann ist die Idee, dass man sowas als Technologie auf dem Markt einfach anbietet. Wenn man jetzt kühn ist, kann man auch sagen, okay, wir glauben daran, dass wir in Zukunft die Technologie so weit beherrschen, dass wir mehrere Alinas auf der Mondoberfläche über mehrere lunare Tage oder einen beliebigen Zeitraum am Leben haben werden, sodass wir ernsthaft ein regionales LTE-Netz aufspannen können, zum Beispiel. Das heißt, man könnte theoretisch also dieses Kommunikationsnetzwerk auch wiederum als Dienstleistung für andere, die ganz dort landen, bereitstellen. Das ist genau die Idee. Mhm. Also, dass wir versuchen, so eine Art Service-Plattform anzubieten. Das kann so etwas sein. Wir denken auch gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen aus Deutschland darüber nach, wie man zum Beispiel das ganze Thema der In-Situ-Resource-Utilization angehen kann. Wir werden auf der ersten Mission einen Laser fliegen, der wird in einem der Rover eingebaut sein und der wird ein Sinter-Experiment durchführen. Da ist die Idee, dass er mit dem Laser auf den Mondboden, auf das Regolith schießt
und Sintering-Prozess entsteht. Der Rover setzt zurück, macht ein Foto davon und schickt das als wissenschaftliches Datum, als Bild zurück zur Erde. Auch das ist erstmal nur eine Demonstration, eine In-Situ-Demonstration sozusagen von Dingen, die in den Labors schon sehr, sehr weit sind. Also wir können hier heute auf der Erde offenbar schon mit Regolith analog und Lasern die Oberflächen verändern. Wir können sogar Formen aus Regolith rausschneiden, was mittelfristig und langfristig vielleicht dabei helfen kann, tatsächlich Strukturen auf dem Mond zu bauen. Ja, Strukturen auf dem Mond, da habe ich bei der ESA mal was gesehen, beim ESTEC, beim Tag der offenen Tür. Die haben also mit Mondmaterial 3D-Druck gemacht. Und ich meinte, das im Zusammenhang mit den PT Scientists auch schon mal gehört zu haben. Ist das vergleichbar? Ne, 3D-Druck machen, wir benutzen 3D-Druckverfahren für bestimmte Teile unseres Rovers, das ist aber nicht auf dem Mond. Naja, es geht, glaube ich, eher um das allgemeine Thema der In-Situ-Resource-Utilization. Das ist auch nochmal ein Thema, kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf, was wir zusammen mit Ariane und der ESA angehen wollen. Da ist ja die grundsätzliche Idee, wenn du zurück zum Mond willst, bemannt, dann ist es sicherlich so, dass du nicht mehr zurückgehst wie zu Apollo-Zeiten, dass du für wenige Tage auf der Mondoberfläche bist, sondern wir denken, glaube ich, eher darüber nach, also wenn ich jetzt sage wir, die Menschen, denken, glaube ich, dann eher darüber nach, zur Mondoberfläche zurückzukehren, um dann dort länger, / dauerhaft zu bleiben. Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, hat mal die Idee vom Monddorf propagiert. Ich glaube, was er eigentlich meint, ist vielleicht eine Mondstation auf der Mondoberfläche, die vielleicht vergleichbar ist mit Stationen am Südpol der Erde, wo eben auch eine Gruppe von Menschen lebt, über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum im Winter isoliert vom Rest der Menschheit und eben auch dort nachhaltig leben muss, um dort zu überleben. So, um das auf dem Mond zu realisieren, musst du die Ressourcen des Mondes für dich nutzbar machen. Und das ist im Amerikanischen gibt es diesen schönen Ausdruck, oder Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, das ist Living off the Land. Und die Idee ist hier, dass man aus dem Regolith, das Regolith irgendwie sinnvoll nutzt, oder, und das ist dann eben auch Teil dieser ISRO-Mission der ESA, aus dem Regolith versucht, Wasser und Sauerstoff zu extrahieren. Ja, was ich jetzt gerade meinte, war, dass man also versucht, mit dem Mondstaub sozusagen selber Bausteine, sozusagen Ziegel zu bauen, dass man da damit also quasi 3D druckt. Ja, ich kenne dieses Projekt, was schon bestimmt 10, 12 Jahre alt oder so, bei der ESA. Aber das ist etwas, was wir jetzt nicht weiter verfolgen. Ah, okay. Das ist unser Ding. Es war damals im Zusammenhang mit der Mission to the Moon die Idee, in der Nähe von Apollo 17 zu landen. Ist das noch ein Thema? Oder? Absolut, absolut. Das wollen wir unbedingt machen. Wir planen unter Berücksichtigung, das ist echt wichtig, unter Berücksichtigung der von der NASA herausgegebenen Guidelines zum Schutz dieser historischen Landestellen dort zu landen. Unsere Landeellipse wird 4 Kilometer von der eigentlichen historischen Site weg sein. Und dann ist die Idee, dass wir mit den Rovern tatsächlich sehr kompliziertes Manöver fahren müssen, auch eine sehr lange Strecke fahren müssen, um überhaupt die Landing Site zu erreichen. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht weiß, wie viel 100 Meter Abstand wir halten müssen, aber wir müssen um compliant mit den Regeln oder den Empfehlungen der NASA zu sein, wirklich einen deutlichen Abstand halten. Dafür haben wir aber dann auch entsprechende Zoom-Kameras an Bord und können schon immer noch sehr, sehr viel erkennen und sehen. Das ist die Idee. Abstand halten und das komplizierte Fahrmanöver, was da nötig ist, der komplizierte Weg. Der komplizierte Weg, wie ist der begründet, wenn man den Abstand hält? Also wenn man jetzt, das klang für mich jetzt so, man fährt nicht einfach geradeaus drauf zu und bleibt dann in einem gewissen Abstand stehen, sondern... Ja, wir dürfen nicht ohne weiteres die Spuren des NASA-Mondbuggies, des LRVs zerstören. Wir können nicht einfach über die Spuren drüber fahren.
Okay, also das heißt, ich hatte das mit dem Abstand jetzt so verstanden, dass man sich dem sowieso so weit gar nicht nähert, dass man das überhaupt erreicht, räumlich. Ja doch, weil das Ding ist wirklich große Strecken auf dem Mond gefahren. Und wenn wir uns beides anschauen wollen, also den Rest der oder das auf dem Mond verbliebene Teil der von Apollo 17 und den Rover, müssen wir tatsächlich an den Spuren entlangfahren. Interessant ist auch, da bin ich jetzt noch kein Experte für, muss ich sagen, aber ich habe das letztens gelernt, das fand ich sehr spannend. Wenn wir mit den Rovern unterwegs sind, die wir tatsächlich ein Stück weit in, nicht nur ein Stück weit, sondern tatsächlich mehr oder weniger in Echtzeit steuern, wir werden uns orientieren können, natürlich an den Sternen, wir wissen, in welche Richtung wir losfahren müssen, und dann fahren wir erstmal so lange, bis wir die Spuren finden und sehen, und dann werden wir uns entlang der Spuren halten. Und natürlich was vergleichen mit den Satellitenbildern von den Spuren, die es gibt, klar. Aber für uns sind die Spuren vom LHV wirklich eine Orientierungshilfe. Was versprecht ihr euch davon, Apollo 17 zu besuchen? Was sind das für Erkenntnisse? Ist das ein Schau, wir können's, oder hat es wirklich einen wissenschaftlichen, technischen Nutzen, dorthin zu fliegen? Zum einen, glaube ich, hat es durchaus was für sich zu sagen, wir gehen an die Stelle zurück, wo der Mensch das letzte Mal auf dem Mond war. Wenn man sich anschaut, was wir heute aus dem lunaren Orbit vom MRO oder so an Bildern der Apollo-Landestellen haben, ist es echt traurig, mal im Ernst. Also da haben wir Bilder, die sind natürlich, naturgegeben, einfach entsprechend niedrig aufgelöst, und wir sehen ein paar Pixel. Ich glaube, es ist schon interessant, da mal zurückzukehren. Insbesondere ist es, glaube ich, auch interessant zu sehen, ob es Verwitterungsprozesse gab. Es gibt Weltraumwetter, das hat einen Einfluss, die Strahlung. Interessant ist vielleicht auch noch, dass dieses Lunar Roving Vehicle der NASA mit ziemlich interessanten Werkstoffen gebaut wurde. Wenn ich das richtig verstehe, wurde das damals in einigermaßen großer Hast zusammengebaut, und platt gesagt, die sind auch in den Baumarkt gegangen und haben sich da Teile gekauft. Ich habe mal was gelesen, wie die Stühle sind im Grunde Gartenstühle. Es sind Klavierseiten drin verbaut worden, es ist Leder drin. Teile sind im Grunde Gaffertape fixiert worden. Was uns ein bisschen interessiert ist, ob wir sehen können, wie es diesem Material ergangen ist. Nach mal kurz rechnen dann, 49 Jahren oder so, 48, 49 Jahren Dauerbestrahlung. So. Wird ein Unterschied gemacht, ob ihr euch dem Mondfahrzeug nähert oder der eigentlichen Landing Site von Apollo 17? Also ihr müsst zu beidem den Abstand halten. Ja. Also muss erscheinen zwischen der Landeellipse, diese 4 Kilometer, ne, ist einfach auch dem geschuldet, dass dazu gehört auch übrigens, dass wir nicht, dass wir unser Landemanöver nicht über der Landing Site selbst machen. Einfach um zu verhindern, sollte das was mit unserer Landung schief gehen, dass wir da nicht volle Ölle reinkrachen. So. Das ist eine Diskussion, die tatsächlich nochmal aufgebrandet ist jetzt nach der missglückten Landung von Bereshit, von dem israelischen Lander. Und wie gesagt, also wir respektieren da die NASA-Guidelines. Es gibt so eine Non-Governmental Organization, die wir auch unterstützen und wo wir Mitglied sind, die heißt For All Moonkind, die sich so der dem Erhalt dieser historischen Landesites verschrieben hat. Aber es ist echt interessant im Augenblick auch zu sehen, die Frage ist einfach juristisch überhaupt nicht sauber geklärt. Also wem gehört das? Wessen Rechte würden wir verletzen? Wer hat die Autorität auf dem Mond? Es gibt internationale Verträge, aber die von wenigen Staaten nur ratifiziert worden sind. Da sehen wir gerade im Augenblick eine Menge Bewegung. Aber um auf der sicheren Seite zu sein, und wir sind übrigens auch im Kontakt mit der NASA darüber, sagen wir klar, wir behalten eure Empfehlungen ein. Aber ehrlich gesagt, ich rechne schon damit auch, dass wenn wir tatsächlich gelandet sind und die historische Landestelle in Sichtweite ist, dass dann spätestens dann Kollegen der NASA hinter uns stehen und sich das ganz genau angucken, und vielleicht sagen die dann ja auch nochmal,
fahr doch nochmal einen Meter näher ran. Es gibt ja sicherlich auch dort Interesse an den Erkenntnissen. Absolut, ja, klar. Also, ganz klar. Weil man zeigt, wir können dahin und machen jetzt nicht gleich alles kaputt. Vielleicht gibt es ja an der Stelle die Möglichkeit, nochmal näher ranzukommen. Absolut. Jetzt bei dem Erstflug Mission to the Moon Richtung Apollo 17, fliegt ihr sonst noch Nutzlasten mit? Genau, also wir haben ja eine wirklich theoretisch sehr große Nutzlastkapazität von 300 Kilo. Wir werden 200 Kilo mitnehmen, bis zu 200 Kilo. Wir lassen uns die 100 Kilo so ein bisschen als Marge für den ersten Flug, so als Sicherheitsmarge. Wir sind dabei, Payloads zu vermarkten, Payload-Kapazität zu vermarkten. Wir arbeiten, wir haben zahlende Kunden, wir haben Kooperationskunden. Zu denen gehören zum Beispiel ein deutsches Institut, das sich mit Lasertechnologie beschäftigt. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das sind eben die Leute, die einen Laser in die Rover reinbauen. Die Rover gehören mit zur Nutzlast. Wir fliegen zwei Rover, zweimal 35 Kilo. Also 30 Kilo Rover, 5 Kilo Nutzlast. Und wir machen Ende des Jahres den definitiven Strich drunter. Das heißt, wir haben jetzt noch Möglichkeiten, Payload-Kapazität zu vermarkten. Ja, und Payloads, ihr könnt auch noch CubeSats aussetzen von Alina aus. Habe ich das richtig? Genau. Die Idee ist, dass wir es auch anbieten können, CubeSats in lunaren Orbit auszusetzen, wenn es dafür ein Interesse gibt. Wir sind wirklich, das kann man sagen, glaube ich, sehr, sehr gut vernetzt in dieser sogenannten New Space-Szene. Wir reden mit einer ganzen Menge von Akteuren da und es gibt durchaus ein Interesse, sowas zu machen. Am Ende muss man schauen, ob man da dann auch am Ende geschäftlich zusammenkommt. Habt ihr konkrete Anfragen? Können wir dies und das mit euch machen? Ja. Und das klingt ja schon mal nicht schlecht. Der Punkt ist einfach, es passiert gerade sehr, sehr viel. Ja, viele Leute arbeiten an Dingen, die man zum Mond bringen könnte. Ein Problem ist einfach, dass noch nie jemand per heute gezeigt hat, dass es wirklich kann. Dementsprechend sind potenzielle Kunden einfach auch sehr vorsichtig, was völlig okay ist. Weil die natürlich erstmal sagen, okay, bevor ich eine Rieseninvestition tätige in die Technologie, die ich entwickle und dann für viel Geld starte und ihr könnt mir das nicht mal garantieren, geschweige denn versichern, dass es auch wirklich funktioniert, mache ich erstmal was Kleines, ich probiere es erstmal aus und fliege mit euch und ihr zeigt uns, dass ihr es beherrscht. Deswegen sind wir eigentlich auch sehr, 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 sehr optimistisch, dass wir nach der Mission to the Moon auch eine zweite, dritte und vierte Mission fliegen können, weil wir jetzt schon in Kontakt sind mit privaten, industriellen und institutionellen Kunden, die eben auch sagen, okay, vielleicht fliegen wir mit euch in der ersten Mission was Kleines. Ihr zeigt, dass ihr fliegen könnt und dann in späteren Missionen fliegen wir entsprechend größere Dinge, weil diese Payloads müssen ja auch erstmal irgendwo herkommen, die müssen ja auch erstmal entwickelt werden. Der Markt, die Akteure am Markt müssen ja auch erstmal verstehen, oh, es gibt eine Möglichkeit, zu kalkulierbaren Preisen überhaupt zum Mond zu kommen. Bislang ist die Realität ja so, wenn man sich anschaut, wer war in der Vergangenheit erfolgreich mit Mondlandegeräten, in der jüngsten Vergangenheit am Mond? China. Und bei den Chinesen kann man nicht einfach anklopfen und sagen, hey, kannst du mir hier das Kilo Payload zum Mond bringen? So, und dieser Markt ändert sich. Und wie gesagt, wir sind da gut vernetzt. Wir sind wirklich viel unterwegs. Wir reden mit Akteuren im Grunde auf der ganzen Welt. Wir reden von den USA über den Nahen Osten bis nach Asien und Europa natürlich. Wenn ihr jetzt mehrere Missionen hintereinander fliegt, die würden technisch vergleichbar sein. Ihr würdet jetzt nicht von Mission zu Mission sagen, wir bauen jetzt noch größer, breiter, nee, natürlich nicht. Sondern das wäre ein Konzept, das ihr dann mehrfach benutzt, alleine damit sich's rechnet. Ja klar, also wir würden Alina sicherlich weiterentwickeln, optimieren, da wo es notwendig ist. Wir wollen sicherlich auch an dem Konzept festhalten, dass wir unabhängig sind vom Launch Vehicle, sodass wir uns eben sagen können, wir können je nachdem, was am meisten Sinn macht,
was vielleicht auch ökonomisch vielleicht am meisten Sinn macht, das Launch-Vehikel aussuchen und dementsprechend dann Anpassungen vornehmen. Ja, Alina, Autonomous Landing and Navigation Module, was kann man sich darunter vorstellen? Wenn man das Gerät noch nicht gesehen hat, was kann man sich vorstellen und okay, was tut es? Dann solltet ihr jetzt einen Browser aufmachen, Alina und PT Scientist googeln, dann kommen ganz viele schöne Bilder. Alina ist ein Gerät, das wird, wenn es dann mal auf dem Mond gelandet ist, sagen wir mal eine Kantenlänge von so grob quadratisch 4x4 Meter haben, eine Höhe von, weiß ich nicht, 2,20 oder sowas. Was mir in den Darstellungen jetzt so ein bisschen fehlt an der aktuellen Alina, sind noch die Solarpaneele, weil wir da noch ein bisschen rumexperimentieren und gucken, wie wir die optimal eigentlich anbringen müssen. Wenn man sich jetzt Alina vorstellt, was einem, glaube ich, als erstes auffällt, sind Tanks. Und das muss man sich klar machen. Also wir fliegen jetzt dünnes Eis, bitte nicht drauf festnageln, aber so im Verhältnis stimmt es ungefähr. Wir fliegen mit 4 Tonnen los, um 300 Kilo Payload auf den Mond, auf die Mondoberfläche zu bringen. Und Alina selbst wiegt leer 400 Kilo, sowas in der Größenordnung. Also das ist schon irre, was man da an Treibstoff einfach mitnehmen muss. Das heißt, Alina wird dominiert von den Tanks und den Triebwerken. Das liegt jetzt aber auch daran, dass Alina es aus eigener Kraft aus dem Erdorbit rüber schaffen muss. Also es gibt in dem Moment keine Raketenstufe mehr, die Alina zum Mond bringt. Dort findet eine Abkopplung statt und Alina landet dann. Sondern Alina ist selber im Erdorbit und fliegt aus eigener Kraft rüber. Genau, das ist also das Szenario für die Mission 1. Sieht definitiv so aus, dass wir in Erdorbit fliegen, dort ein bisschen sozusagen auch Schwung holen, dann Transferorbit gehen, dann am Mond bleiben, bis der Mondtag über unsere Landestelle anfängt, um dann zu landen und dann maximale Zeit, Lebenszeit sozusagen auf dem Mond während eines Mondtages zu haben. Zwischen Start und Landung, wie viel Zeit wird da vergehen? Was schätzt ihr? Ich glaube, wir sind in einer Größenordnung von 5 bis 6 Tagen. Und die Mission auf dem Mond nach der Landung dauert dann? Einen Montag maximal. Also irgendwas, je nachdem wann wir landen, 12 Tage, 13 Tage. Und Alina transportiert eben Nutzlast, die man vor Ort auf dem Mond einfach dort an Alina belassen kann und dort nutzen kann. Und kann aber eben auch die Rover freisetzen, die wiederum eigene Nutzlasten transportieren können. Ganz genau. 5 Kilo. Genau. Und da habt ihr ein Designschema. Wenn das Experiment die Nutzlast da hineinpasst, kann man im Prinzip alles machen? Oder habt ihr irgendwo Begrenzungen, wo ihr sagt, das können wir nicht oder das können wir besonders gut? Naja, die Begrenzung ist natürlich zum einen das Gewicht, die Masse, Stromverbrauch sicherlich auch. Und daraus ergeben sich eigentlich schon ein paar Dinge. Ne? Also es macht natürlich nur dann Sinn, etwas in einen Rover zu packen, wo du die Mobilität brauchst, wo du sagen musst, wenn du sagen musst, ich will mir bestimmte Dinge auf der Mondoberfläche angucken und du die Mobilität brauchst, packst du es auf einen Rover. Aber es gibt natürlich entsprechende Spezifikationen und dann muss der Kunde das halt entsprechend anpassen. Wir haben übrigens, ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist es noch nicht wieder online, aber es gibt einen Payload-User-Guide auf unserer Website, der eigentlich ziemlich nett beschreibt, wie so eine Payload aussehen muss, wer die mit uns fliegen will. Das kann man ja noch nachtragen, ne? Können die Rover selber auch eine Nutzlast irgendwo hinterlassen oder ist die eingebaut? Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Mhm. Also, dass man sagt, okay, man hat zum Beispiel irgendwie nochmal einen Retroreflektor, den man irgendwo nochmal aussetzen möchte oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Das geht nicht. Mhm. Das ist die Mission to the Moon, aber du hast es schon ein paar Mal angerissen gerade. Morgen gibt es eine Pressekonferenz und da werdet ihr was bekannt geben. Das ist dann wohl eher so ein bisschen Ausblick abseits Mission to the Moon. Absolut, genau. Worum geht's da? Genau, morgen werden wir die Zusammenarbeit von Ariano Group und PT Scientist öffentlich machen.
Wir werden dort ein Abkommen unterzeichnen, was ja die zukünftige Kooperation der beiden Unternehmen regelt. Ich glaube, das wichtigste Merkmal davon ist, dass wir gemeinsam an den Markt gehen wollen, um Mondmissionen zu vermarkten. Dass wir sozusagen aus einer Hand anbieten können, dass du als privater, aber auch als institutioneller Kunde dich an Ariane Group wenden kannst oder an PT Scientist und bekommst dann eben ein Produkt, wo du sagst, damit fliege ich jetzt zum Mond. So. Und das ist ein etwas, was wir der ESA anbieten können, was wir aber auch nationalen Raumfahrtagenturen anbieten können, aber was wir auch internationalen Akteuren einfach anbieten. Ja, Ariane Group, eben als Hintergrund, das ist genau das Unternehmen, das eben die großen Launcher hat, Ariane 5, Ariane 6, die Raketen, und ja, das ist, sind Kapazitäten, die ihr braucht, um etwas zum Mond zu schicken. Ihr wiederum habt Know-how geschaffen, dass man sagen kann, auf unserer Plattform kann man die Sachen dann eben auf dem Mond landen. Genau. Und PT Scientists und Ariane Group zusammen unterzeichnen also eine Vereinbarung, dass sie sagen, diese Dienstleistung, wir schaffen etwas für euch zum Mond, bieten wir gemeinsam. Genau, das wollen wir gemeinsam entwickeln als eine Dienstleistung. Darüber hinaus werden noch andere Formen der Zusammenarbeit vereinbart. Interessant ist, glaube ich, für uns als immer noch natürlich sehr junges Raumfahrtunternehmen, ist es einfach ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte, und es ist natürlich, ganz ehrlich, auch eine ganz große Anerkennung einfach von einem etablierten Player wie Ariane Group, anerkannt zu werden, ausgewählt zu werden, um für sie in Zukunft sozusagen das fehlende Glied, das fehlende Element, nämlich den Mondlander bereitzustellen, weil sie eben auch in Zukunft ja Mondmissionen fliegen wollen, weil im Grunde, das ist die Hoffnung, oder das ist auch das, was sich abzeichnet, immer mehr Missionen zum Mond gehen werden. Schafft das so ein bisschen, ja, Reputation, ein bisschen Ansehen am Markt, dass also ein junges Unternehmen wie eures an der Stelle dann, ja, so einen großen Namen, der schon lange etabliert ist dort, schon lange tätig ist in der Raumfahrt, dass der an der Stelle sagt, so, mit denen machen wir jetzt zusammen? Ja, ganz bestimmt. Also das ist sicherlich etwas, von dem wir profitieren werden. Bei uns ist es natürlich so, das haben wir gerade kurz angerissen in unserem Gespräch, da wo wir herkommen, wir kommen aus dieser sehr ambitionierten Hobby-Ecke. So, das ist das, was PT Scientist, was die Part-Time Scientists vor 10 Jahren waren. Und jetzt, 2019, sind wir ein Unternehmen, was sehr ernst genommen wird. Zugegebenermaßen, wir sind noch nicht geflogen, aber das, was wir an Know-how haben, wird gewertschätzt. Und das ist eine sehr, sehr hohe Auszeichnung. Und es ist sicherlich so, dass wir damit noch einmal sehr viel deutlicher und deutlich sichtbarer auf die Bühne. Hat das für euch jetzt, also ihr seid, es geht nicht mehr um Teilzeit, sondern Vollzeit, das hattest du ja schon gesagt. Jetzt geht ihr zusammen einen Weg mit einem Unternehmen, das wahrscheinlich völlig andere Prozesse fährt als ihr. Hier so, wo die Hierarchien wohl eher flach sind, dass andere, die ihre Projekte wahrscheinlich sehr viel, ja, tiefer angehen, von den Vorplanungen und Zeiträumen her. Passt das zusammen? Wird irgendjemand Abstriche machen müssen? Ich glaube, das ist gerade der Charme und der Reiz dieser Zusammenarbeit. Wir können sicherlich einfach von den Erfahrungen von Ariane Group profitieren. Also gerade so im Bereich auch Propulsion, Antrieb. Unabhängig von dieser Kooperation hatten wir sowieso schon lange, lange Kontakt mit Ariane Group, weil wir unsere Triebwerke für Alina von Ariane Group einkaufen. Also da wird es einen Austausch einfach von Wissen und Know-how geben, Erfahrungswissen in unsere Richtung. Was wir sicherlich zurückgeben können, ist vielleicht eine etwas frischere, neue, andere Art zu denken. Interessanterweise gibt es diesen Austausch schon oft auf der Arbeitsebene, wo Ingenieure miteinander im Austausch stehen, und das scheinen sehr, sehr fruchtbare
Diskussionen zu sein. Und das ist etwas, wovon wir profitieren können. Und umgekehrt, glaube ich, profitiert Ariane auch davon, dass wir hier eine ganze Menge an Raumfahrtingenieuren haben, die hier ein Umfeld vorgefunden haben, wo sie out of the box denken können, wo sie eben nicht die Last einer schweren Hierarchie haben. Und wo wir, glaube ich, sehr stark, was wir sehr stark tun, ist ja auch diesen New Space-Gedanken zu pflegen, wo wir sagen, wir wollen Unternehmen mit an Bord holen, die vielleicht vorher gar nicht so viel in der Raumfahrt gemacht haben. Wenn du an Alina denkst, da gibt es bestimmte Bauteile, die kommen von Herstellern aus der Automobilindustrie. Warum? Das ist einfach so, auch die Leute arbeiten an der Grenze des technisch Machbaren zum Teil. Wir werden zum Beispiel eine Elemente der Struktur von Alina kommt von einem Automobilzulieferer, der normalerweise im Bereich Strukturen für Sportwagen und Formel-1-Wagen unterwegs ist. Hat auch extreme Anforderungen. Das geht beliebig weiter. Es gibt eine ganze Menge Beispiele dafür. Und was wir tun, ist zu sagen, hey, lass uns doch mal schauen, was es schon entwickelt am Markt gibt und was müssen wir tun, um diese Technologie weltraumfähig zu machen. Und das ist ein relativ kleines Delta. Und das ist viel einfacher und kostengünstiger, auf solche Technologien zurückzugreifen, als alles from scratch sozusagen neu zu entwickeln. Und das ist ein Umdenken, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist so ein bisschen das, was wir unter New Space verstehen, dass wir sagen, wir gehen gemeinsam mit nicht klassischen Akteuren hin und erschließen uns diesen Markt, was vielleicht auch etwas ist, von dem Ariane profitieren kann. Einfach um zu schauen, hey, gibt es Möglichkeiten, Technologien zu integrieren, einzukaufen, die vielleicht nicht von den traditionellen Raumfahrtzulieferern kommen. Du sagtest gerade, ihr habt eben Menschen aus der Raumfahrt natürlich schon hier beschäftigt. Wie viele Leute sind denn hier bei PT Scientists? Also wir sind ja heute etwas über 70 Leute. Hier am Standort Berlin, ich glaube, zu jedem beliebigen Zeitpunkt sind mindestens 50 Leute da. Wir sind aber auch ein Unternehmen, was ja eben aus so einer, ja, wir haben so eine digitale Legacy, ne? Also die Gründer von uns sind halt irgendwie Leute mit einem sehr, sehr starken IT-Hintergrund. Ich glaube, deswegen war es einer der Gründe, warum wir überhaupt kein Problem haben mit dem digitalen Arbeiten. Es gibt Leute durchaus in Führungspositionen hier, also Leute mit Teamverantwortung. Die sind nicht dauerhaft hier in Berlin, sondern sitzen remote irgendwo. Für uns ist es völlig normal und kein Problem, eben vernetzt zu arbeiten. Das mag jetzt für viele andere Bereiche genauso stimmen, aber ich aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, in der Raumfahrt ist halt eher mal nicht so. Das heißt, 50 Leute hier. Wir haben noch ein kleines Büro in Österreich, in Salzburg. Salzburg, richtig. Ich hätte beinahe gesagt Innsbruck. Salzburg und in Houston. In Houston auch schon. Was macht ihr da in diesen Büros? In Salzburg sitzen im Augenblick eine Handvoll Leute, die sich so ein bisschen um das Thema kümmern, was wir mit der Technologie, die wir entwickelt haben in den ganzen Jahren auf dem Weg dahin, was man noch damit anstellen kann. Ob man daraus wirklich Spin-off-Produkte zum Beispiel machen kann. Also gerade im Bereich der Kamera, der Kamerasoftware gibt es ein paar Ideen, was man machen könnte. So, und das ist so eine eigene Unit, die sich da so ein bisschen drum kümmert. Das ist eine deren Aufgaben. In Houston muss man fairerweise sagen, da sind wir im Augenblick noch personell ziemlich bescheiden aufgestellt. Aber das ist erstmal der Sitz unserer amerikanischen Tochterfirma. Die ist da, damit wir dort am amerikanischen Markt als Anker sozusagen Kooperationen eingehen können mit der dortigen
New Space Raumfahrtindustrie, die es ja dort auch gibt, die dort auch von der NASA massiv gefördert wird. Auch mit dem Gedanken, dass man vielleicht über Kooperationen dann an NASA-Projekten beteiligt sein kann. Jetzt etwas über 70 Leute hier am Standort Berlin. Insgesamt sind wir 70, 50, ach so, okay. 50 ungefähr in Berlin. Ja, also 50 insgesamt in Berlin. Wenn ihr jetzt in die heiße Phase rübergehen wollt, dass ihr sagt, so, es geht jetzt auf die Mission to the Moon konkret drauf los. Ihr habt die Finanzierungsrunde überstanden, das Geld ist da, ihr könnt jetzt weitermachen. Da werden die 50 nicht mehr reichen, oder? Nee, also wenn wir haben durchaus ambitioniertes Wachstumsprogramm vor uns. Wir gehen davon aus, dass bis wir tatsächlich zum ersten Mal starten, sind wir eher so 120 Leute. Wir denken, dass wir das zum großen Teil hier am Standort in Berlin noch hinkriegen. Wir sind hier in einem Gebäude, das ist im besten Sinne sind wir eine Garagenfirma, denn wir sind in einem Gebäude, das zu einem Autohändler gehört, und Garage ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Wir sprechen hier von 2000 Quadratmeter Garagenfläche und 2000 Quadratmeter Bürofläche. Die Bürofläche füllt sich irre schnell. Das ist echt beeindruckend. Aber wir haben unter Umständen Optionen, ein benachbartes Bürogebäude auch noch mit dazu zu nehmen. Also so, dass wir eigentlich glauben, dass wir hier am Standort sowohl Entwicklung als auch Fertigung hinkriegen. Wenn man sich dieses Gebäude jetzt bei Google Maps anguckt, sieht man eben einen Kasten. Auf der einen Seite sind tatsächlich lauter Garagentore und oben drüber gibt es eben die Fenster bei den Büros. Habt ihr das gesamte Gebäude? Ja, das okay. Bieten wir. Ja. Da kommt ihr natürlich, da habt ihr schon natürlich ein bisschen Raum schon. Genau, aber das ist erstaunlich, ist halt wirklich, wie schnell die Büros die Bürofläche dann auch abnimmt. Ne? Also wir haben sicherlich einige der großen Büros noch, wo noch ein bisschen Platz ist. Die werden aber auch rasend schnell voll sein. Wie gesagt, wir haben noch eine Option auf ein zweites Gebäude, auch hier auf dem Gelände, und dann müssen wir mal schauen, ob wir die Option ziehen müssen. Jetzt unten bei den Garagen, du hast mir gerade, als ich hier angekommen bin, ein bisschen was gezeigt. Kannst du zu den Werkstätten da, zu den Räumlichkeiten da unten noch was sagen? Na klar. Also wir haben, wie gesagt, 10 Garagen, die alle miteinander, fast alle miteinander verbunden sind. Eine Garage ist 200 Quadratmeter groß, macht dann 2000. Stimmt, ja. Die nutzen wir zurzeit so, dass wir in einer Garage haben wir ein Testbett für den Rover. Das ist da drin, ist Vulkangestein aus der Eifel, was am nächsten den Eigenschaften des Regolith nahe kommt. Ich würde mal tippen, dass das Testbett ist bestimmt 160 Quadratmeter groß oder sowas. Da ist halt so ein rötlich-brauner Regolith drin. Darin testen wir unsere Rover. In der Halle daneben werden wir das Mission Control Zentrum aufbauen, denn wir wollen auch die Mission von hier, von Berlin-Marzahn aus steuern. Und dann haben wir weitere, im Grunde 8 Hallen, die wir für dann die Fertigung nutzen können. Wir nennen es eigentlich eher Integration, weil wir natürlich dann viele Teile von Zulieferern bekommen, die wir mit den Zulieferern auch gemeinsam entwickeln, und wir bauen dann Alina und die Rover hier fertig. Wir bauen auch einen kleinen Reinraum, und so, dass wir die Integration hier vollständig machen können, bevor dann es dann nochmal zu finalen Tests geht, die klassischen Tests, Rütteltests und so weiter, und dann die Spacecraft halt zum Startplatz geschafft wird. Die Tests wie zum Beispiel Rütteltests und so weiter, wo werdet ihr so etwas durchführen lassen? Weil ich schätze, ihr baut die Kapazitäten nicht noch einmal komplett auf. Nein, Quatsch, das kaufen wir im Markt ein. Und da denke ich, da werden wir sicherlich zu einem der üblichen Dienstleister gehen, die im süddeutschen Raum unterwegs sind. Also die Verträge gibt es, glaube ich, einfach noch nicht. Deswegen mag ich jetzt nicht sagen, was machen wir da auf jeden Fall. Du sagtest schon Kooperation Ariane Group. Da möchte ich nochmal eben Schlenker machen. Kooperation ESA. Ja, das ist zweigeteilt. Also zum einen haben wir eine Kooperation mit der ESA für unsere erste Mission. Da geht es um die Unterstützung bei Mission Operations. Das heißt, die Teams in Darmstadt
werden uns bei der ersten Mission unterstützen. Da geht es insbesondere darum, dass wir das Bodenstationsnetzwerk ASTRAC der ESA benutzen können, damit wir überhaupt mit Alina auf dem Mond kommunizieren können. Darüber hinaus werden die uns auch bei der Rover-Steuerung behilflich sein. Am ESA gibt es ein Team, was sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Rover-Steuerung beschäftigt. Bei denen ist der Schwerpunkt eher die Idee, wie kannst du einen Rover zum Beispiel von der ISS auf der Erde fernsteuern, mit der Idee, dass das in Zukunft so ein Szenario ist. Der Astronaut sitzt sozusagen im Gateway, orbitet um den Mond herum und steuert in quasi Echtzeit so einen halbautonomen Roboter oder vielleicht gar nicht autonomen Roboter. Und die ESA hat ein großes Interesse daran gezeigt, uns hier zu unterstützen, weil das halt für die eine Möglichkeit ist, Technologien, Prozeduren, die sie entwickelt haben, an echten Rover auf dem Mond einfach auszutesten. Da gibt es eine Kooperation, die wir eingehen. Das ist der eine Teil. Darüber hinaus streben wir gerade eine kommerzielle Partnerschaft mit der ESA an. Das nennt sich Commercial Partnership. Das ist etwas, was einfach unser Verhältnis zur ESA regelt, wenn wir der ESA Dienstleistungen anbieten, was die ESA ja möchte. Denn die ESA möchte ja zum Beispiel für diese vorhin schon oft genannte In-Situ Resource Utilization Mission eben kommerzielle Dienstleistungen einkaufen. Und dafür muss einfach ein Rahmen her und das ist diese Commercial Partnership. Wobei vom Wording ist es ein bisschen unklar. Ist es Commercial Partnership oder es könnte auch eine Public-Private Partnership sein? Das ist so ein bisschen unklar, wie das Kind am Ende des Tages heißen wird. Okay, dann würde ich sagen, erstmal für das, was vor euch liegt, da habt ihr ja noch einiges vor euch. Wahnsinnig viel Erfolg wünsche ich da. Und vielen Dank. Möge es 2021 einen tollen Start und eine gute Landung geben. Ich bin mir sicher, du bist dabei. Da würde ich mich sehr freuen. Danke. Danke dir. Andreas Schepers von den PT Scientists. Sehr gerne, vielen Dank. Im Gespräch mit Andreas Schepers wurde es schon erwähnt. Am 8. Mai 2019 gaben die PT Scientists und Ariane Group eine gemeinsame Pressekonferenz. Danach sprach ich mit Robert Böhme, dem Geschäftsführer der PT Scientists. Worum ist es hier heute gegangen? Was wir heute gemacht haben, war für uns ein ziemlich großer Schritt. Wir haben die Partnerschaft, also so ein Vertrag unterschrieben zwischen uns und Ariane Group. Und allein diese Aussage ist schon für uns natürlich ziemlich abgefahren. Ich meine, wir sind ein privates Raumfahrtunternehmen, was wirklich zum Ziel hat, einfach private Raumfahrt möglich zu machen und kosteneffizient. Und wir arbeiten jetzt quasi mit einem der etabliertesten Player wirklich im europäischen Umfeld zusammen. Also Ariane Group, wohinter auch die Ariane 6, die Rakete steht, die jetzt demnächst auch kommt. Das für uns ist ein sehr, sehr großer Schritt. Also es bedeutet für uns einen sehr großen Know-how-Transfer und viel Zugang zur Technologie und Wissen, der uns einfach hilft, unsere Missionen und Visionen möglich zu machen. Worum geht es hier inhaltlich bei der Unterzeichnung heute? Naja, es geht einfach um eine Zusammenarbeit für viele Jahre. Also es geht jetzt nicht nur um eine einzelne spezielle Mission, wo wir mit Ariane zusammenarbeiten, wo sie auch von uns lernen, wir von ihnen lernen, sondern es geht wirklich darum, Technologie zu entwickeln, weiterzuentwickeln, also unser Raumschiff in einen Status zu bringen, dass es erstmal überhaupt funktioniert, logischerweise, man heil zum Mond kommt, man mehrfach zum Mond kommt, also wiederholt, das ist entscheidend, ne? Dass es nicht nur einmal klappt, sondern mehrmals. Das ist immer so, gerade für die Raumfahrt so ein Ding, ist, ne, wenn du was einmal tun kannst, wie am Mond landen und eine Flagge setzen, ist cool. Aber entscheidend und kommerziell spannend wird es, wenn du das immer und immer und immer wieder tun kannst und wenn am Ende vielleicht auch dadurch die Kosten runtergehen. Und genau darum geht es halt, unsere Technik auf den Stand zu bringen. Und dann natürlich wollen wir sie weiterentwickeln. Also wir haben auch mit Ariane schon ganz konkrete Pläne, unsere Technik so weit zu entwickeln, dass wir bestimmte Dinge verbessern können. Die Kapazitäten, die Kosteneffizienz und gemeinsam die Produkte so ein bisschen kombinieren. Jetzt wurde heute hier auch ein kurzer Film gezeigt, wo die Alina, beziehungsweise wir stehen hier vor dem alten Modell, die neue Alina mit mehr Nutzlast zu sehen war, eben auf einem Ariane-Launcher. Bislang war die Rede von einem Start auf einer Falcon 9. Wird das ausgetauscht oder wird das einfach nacheinander so erfolgen? Also das ist momentan nacheinander. Also daran ändert sich für uns erstmal nichts. Also wir haben jetzt für die erste Mission den Vertrag mit SpaceX. Und für die zukünftigen Missionen gucken wir uns natürlich jetzt auch gut an, dass wir natürlich auch die Ariane 6-4 nehmen, die größere von beiden Ariane 6-Varianten, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben,
einfach zwei Varianten. Entweder wir packen Alina rein und haben deutlich mehr Nutzlast zum Mond, also fast, ich will nicht sagen die doppelte Kapazität, aber es ist schon massiv mehr Nutzlast, als wenn wir sie einfach alleine schicken würden. Oder wir kombinieren es halt mit einem anderen Satelliten. Das ist ein ganz interessantes Spiel, dieses Kombinieren. Macht zwar Sinn, aber hat auch seine Einschränkungen, weil dann muss man sich auf eine andere Partei einlassen und gucken, wann sind die verfügbar. Das heißt, man ist schon mehr Herr der Lage, wenn man selber quasi die Rakete voll ausnutzt. Das ist für uns natürlich dann interessant, wenn wir wissen, dass es gut klappt, dann können wir natürlich auch dieses Mehr an Masse besser verkaufen. Ist jetzt gerade bei der ersten Mission natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Wenn du mir jetzt am Anfang, ich schnipse jetzt mit dem Finger und habe nochmal magisch 200 Kilogramm mehr zum Verkaufen an Payload. Ja, das Problem ist halt, ich muss erstmal ja beweisen, dass wir da heil landen können. Und wie gesagt, es hat sich ja gerade gezeigt, vor wenigen Monaten, dass heil am Mond landen nicht so einfach ist, wie man denkt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Kunden in Schlange stehen und sagen, oh ja, nee, super, wir glauben da sofort dran, sondern die sagen auch, naja, ich will gern was bei dir schicken, ich reserviere hier schon mal was für die zweite Mission und gebe dir eine Kleinigkeit schon mal mit, so für ein paar hunderttausend, vielleicht eine Million, hier so ein kleines Instrument, aber die großen Sachen schicke ich bei der zweiten Mission. Das heißt, für uns ist auch gerade wichtig, jetzt gar nicht so sehr der Fokus auf Payload bei der ersten Mission, was ja die Kapazitäten der die Ariane 6 ja auch gegeben sind, sondern vor allem einfach, dass wir überhaupt beweisen, dass das Raumschiff, wo ja auch das Propulsion-System von Ariane drinsteckt, also die Triebwerke kommen ja auch daher, die ganze Thematik, dass das heil am Mond landen kann. Das ist uns wichtig. Gibt es da einen Zeithorizont, wenn man jetzt 2021 den Erstflug macht mit der Falcon 9, wie es dann weitergehen könnte? Naja, wir wollen am Endeffekt, also frühestmöglich können wir 18 Monate später starten und das versuchen wir auch so schnell wie möglich anzupeilen. Wir schauen, dass wir im Prinzip, und das ist schwer zu sagen, wann der Zeitpunkt ist, weil das ist so Glaskugelraten, ne? Wenn du gerade bei sowas, es ist ja jetzt nicht, also wenn man sagen, so eine Mondmission ist was ziemlich Komplexes, ne? Das heißt, da mehr als 2-3 Missionen in die Zukunft vorherzusagen, ist schon ziemlich groß geworfen. Aber unser Ziel ist es, am Ende auf eine Frequenz von unter einer Mission, also mehr als eine Mission im Jahr zu kommen. Und das ist schon sehr, sehr sportlich. Also man hat es ja jetzt bei SpaceX gesehen, die irgendwie am Anfang ihre 2-3 Starts hatten, die jetzt wirklich irgendwie in die 40er, 50er Frequenzzahlen kommen, was natürlich unglaublich ist. Und das ist sowas, wenn jetzt wahrscheinlich nicht einmal in der Woche starten, aber schon ein-, zweimal im Jahr wäre natürlich klasse. Und ich glaube, dass durch die Infrastruktur, die wir anvisieren, bei uns geht es ja nicht nur um Logistik, es geht vor allem darum, Dinge dorthin zu bringen, die anderen nutzen. Das ist mit Vodafone und mit Nokia, die Partnerschaft im Mobilfunkbereich ist ein Riesenbeispiel dafür. Aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und ich kann jetzt schon mal ein bisschen teasern, dass in weniger als einem Monat wird es ein richtig großes Announcement von uns geben. Und das wird nochmal alles verändern in Bezug auf Infrastruktur am Mond. Und ich kann dir sagen, Infrastruktur ist ein Schlüssel und dafür musst du dort relativ oft einfach auch hin. Infrastruktur muss dorthin gebracht, aufgebaut, gewartet werden und dann natürlich die Kunden, die sie auch nutzen. Also das ist so ein sich selbst vorantreibendes Pendel. Jetzt habt ihr mit Ariane Group eben einen sehr, sehr großen Partner gefunden. Was ist da im Vorlauf passiert? Sowas passiert ja nicht aus dem Nichts. Das ist ganz einfach. Wir mussten erstmal über viele Jahre beweisen, dass wir ernst zu nehmen sind. Also das ist ein bisschen, kann ich dir sagen, das ist ähnlich wie mit Audi, das ist ähnlich wie mit Vodafone. Ich kann dir sagen, wie gesagt, wir sind ja jetzt fast 11 Jahre alt, ein bisschen über 10 Jahre. Ne? Und der erste Partner, den wir hier an Bord bekommen haben, war nach knapp 2-2,5 Jahren, war das Deutschland für Luft- und Raumfahrt, also die Deutsche Raumfahrtagentur, DLR. Und da war es so, die haben gesagt, naja, komm, das sind zwar ein paar verrückte, besondere Ingenieure, da lassen wir uns mal drauf ein, denen helfen wir mal. Ne? Die haben gesagt, okay, komm, da machen wir mit, ist zwar ein bisschen abgedreht, aber hey. Viele andere Firmen haben damals gesagt, das verstehe ich nicht, was die da machen. Ne? Und ich kann dir sagen, es hat auch bestimmt knapp so 3 Jahre, ein bisschen länger gedauert, vom allerersten Mal Hallo sagen, bis wir am Ende zum Beispiel auch Audi als Partner gewonnen hatten. Und was passiert im Hintergrund bei sowas? Im Hintergrund passiert, dass du einfach mit den Leuten redest, man lernt sich kennen, man trifft sich ganz banal auch mal auf Messen. Ne? Man sagt, hey komm, wäre es nicht spannend zusammenzuarbeiten? Dann sagt der andere, Raumfahrt, habe ich mir auch schon mal drüber nachgedacht, ist spannend. Oder in dem Falle von Ariane, die sind natürlich hier, sagen ja Mensch, New Space, gut, müssen wir auch ein Gefühl für kriegen. Ist das ernst zu nehmen? Ist das seriös? Ne? Also wie stellt sich das? Und dann müssen wir natürlich auch beweisen, sind wir ernst zu nehmen, sind wir seriös. Und das haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit darüber geschafft, dass wir beim Google X-Preis, den Wettbewerb, wo wir mal vor 10 Jahren teilgenommen haben von Google, haben wir natürlich auch teilweise gewonnen. Also wir haben die Milestone Awards gewonnen dafür, dass wir beweisen konnten, dass unsere Technik im Weltall funktioniert. Das ist ein großer Schritt. Da haben wir viel Labortests gemacht, viel mit DLR, auch ein bisschen mit was ESA-Laboren. Das war für uns sehr spannend und das hat natürlich auch den Firmen damals, den Firmen wie Audi und Vodafone gezeigt, na Mensch, die Jungs scheinen ja grob zu wissen, was sie tun. Und genauso haben wir jetzt auch gearbeitet. Natürlich haben wir mit Ariane lange, lange schon ein gutes Verhältnis, guten Kontakt und haben dann einfach immer wieder bewiesen, hey, guck mal,
wir haben jetzt den Partner an Bord. Hey, guck mal, wir haben den Meilenstein geschafft. Hey, guck mal, wir haben das Modell jetzt. Ne? Wir sind da präsent. Wir haben den Review abgeschlossen. Und dadurch baut man Vertrauen auf. Und so kommt man dann zusammen und setzt sich dann irgendwann mal an den Tisch und sagt, okay, warte mal. Also erstens, die Jungs sind immer noch da. Die sind nicht zwischenzeitlich wieder, machen jetzt nicht was anderes. Die schreiben keine Apps. Die sind jetzt nicht ins Silicon Valley abgewandert. Nee, die meinen das ernst. Die hängen schon seit über 10 Jahren rum. Die wollen anscheinend wirklich was machen. Das heißt, die haben auch schon eine ganze Menge Meilensteine geschafft. Ja, dann lass mal mit denen an den Tisch setzen. Warum nicht? Und so kommt das. Also einfach die Präsenz und am Ball bleiben. Das ist wichtig. Das ist auch, by the way, mein Haupttipp, den ich jedem mitgeben möchte, weil es gibt ja viele Leute da draußen, die sagen, naja, ich würde auch gerne sowas machen. Ist egal, was ihr eigentlich machen wollt. Die Grundregel ist, bleibt am Ball. Lasst euch nicht das Zepter aus der Hand nehmen, lasst euch nicht demotivieren, zieht's durch, bleibt am Ball. Ja, Zepter aus der Hand nehmen, da nimmst du jetzt eine Kleinigkeit vorweg. Gerade war schon die Rede in der Präsentation, hier in der Veranstaltung, in der Pressekonferenz, davon, dass eben Ariane Group ein sehr großer Player ist und PT Science ist im Vergleich ein recht kleines und sehr agiles Unternehmen. Ja, kann es da irgendwie zu so einer Art Kulturschock kommen, dass man sich so weit anpassen muss, dass man seine eigene Agilität verliert? Nee, das sehe ich nicht. Also das, wenn das so wäre, dann wäre das schon passiert. Also wir haben da schon genug, sind da schon genug auf Tuchfühlung gegangen die letzten Jahre. Das geht ja auch in beide Richtungen. Also selbst etablierte Raumfahrtunternehmen wie Ariane passen sich ja sowieso dieser neuen Raumfahrtkultur an. Das ist ja eh auch der Wunsch von solchen Unternehmen, sich so ein bisschen in diesem New Space-Bereich auszurichten. Auch ganz erstens, weil ganz viele Kunden natürlich auch von Ariane dort herkommen und auch zukünftig hier auch kommen sollen. Ne? Und dann ist es ja auch nicht verkehrt, wenn so ein Partner wie wir schon in diesem Kulturkreis ist. Also ich glaube eher, dass das von Vorteil ist. Also man lernt voneinander, weil für uns wiederum ist es natürlich auch von Vorteil, von jemandem, ich sag mal so hochseriösen, so sehr etablierten wie Ariane zu lernen, weil wir natürlich ja auch ein großes Interesse daran haben, mit unserer Infrastruktur halt auch die staatlichen Unternehmen die staatlichen Bemühungen zu unterstützen. Also wenn zum Beispiel jetzt die ESA sagt, sie wollen Monddorf machen, die NASA Boots on the Ground, wie Donald Trump so schön sagt, ne? Die Chinesen, die dort alle ihre Settlements machen wollen, es gibt private Milliardäre im Silicon Valley, die sich hinstellen und sagen, wir wollen das erste Lunar Settlement machen. Es gibt ganz viele Leute, die zurück wollen. Und da ist dieses hohe Maß an Seriosität sehr wichtig. Warum? Weil so in dem Augenblick, wo du irgendwann mal in die Richtung gehst, wo es mit Menschen zu tun hat, hört auch so ein bisschen der New Space Spaß auf. Ne? Da geht es dann wirklich um Menschenleben. Und da ist es, glaube ich, wichtig, im Endeffekt einfach zu zeigen, dass man performen kann, dass man vertrauensvoll delivern kann, dass man einfach immer wieder diese Leistung bringt. Und das ist uns auch wichtig. Und da lernen wir beide voneinander sehr viel. Im Anschluss hatte ich noch kurz die Gelegenheit, mit Pierre Godard zu sprechen. Er ist Geschäftsführer der Ariane Group in Deutschland. Wir haben ein MOU unterschrieben, um eine weitere Kooperation, wir kooperieren bereits im Rahmen von Verträgen, aber wir wollen eine weitere Kooperation pushen, sodass die zwei Firmen voneinander profitieren. Worum geht es da inhaltlich? In welchem Bereich möchte man da kooperieren? Also das ist sehr breit dargestellt in dem MOU. Das ist nicht eben ein spezifisches Thema angesprochen, sondern grundsätzlich, wir wollen näher kommen, sodass wir voneinander profitieren. Einerseits eine sehr etablierte Firma, Ariane Group, mit 9000 Mitarbeitern und im Raumfahrt sehr bekannt. Und andererseits PT Scientist als Startup, was relativ neu am Markt ist. Und wir wollen die Art und Weise, wie wir die Themen bearbeiten, diskutieren und sehen, wie wir voneinander profitieren können. Unabhängig von Themen im ersten Step, aber selbstverständlich wird es relativ kurzfristig zu ganz konkreten Kooperationen kommen. Ja, sehr oft genannt wurde natürlich heute hier das Thema Mond. Können Sie da schon etwas umreißen, wo das hinführen wird? Also zum Thema Mond, ja, das wurde heute präsentiert. PT Scientist ist sehr daran interessiert, von einem Rover machen, auf den Mond zu gehen. Wir machen natürlich den Transport. Ariane 6 ist in der Lage, bis 8,5 Tonnen auf Mond, um Mondorbit zu bringen. Das heißt, das ist unsere Spezialität und deswegen wurde Ariane 6 entwickelt, sodass wir alle möglichen Payloads in unterschiedlichen Orbit bringen können. Das ist unsere Stärke. Und wir wollen beide Kompetenzen der zwei Firmen nutzen, um das weiterzuentwickeln. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, 6.000 Mitarbeiter und 70 Mitarbeiter. Wie hat man da zueinander gefunden? Ja gut, die Welt der Raumfahrt ist relativ klein. Wir kennen sehr gut in unserem Ökosystem, wer in der Raumfahrt arbeitet. Innerhalb der Ariane 6 Entwicklung sind sehr viele KMU, Klein- und Mittelständler, tätig.
85% davon in Deutschland übrigens. Und somit kennen wir sehr gut den Markt. Und wir kennen dadurch auch BT Scientist, auch wenn die nicht direkt im Ariane 6 Programm arbeiten, aber wir wissen, dass die im Bereich Raumfahrt tätig sind. Ja, es war heute von Ressourcen die Rede, von Infrastruktur. Was kann man sich da vorstellen auf dem Mond in der nächsten Zeit? Also auf dem Mond kann man sich sehr viel vorstellen. Die Präsentation von David Parker war ziemlich klar, glaube ich, zu sagen, wenn wir zurück auf den Mond kommen, wollen wir das nachhaltig machen und nicht einmal hinfliegen und zurück, sondern dass die Menschen dort bleiben und sich in Anführungszeichen etablieren. Das ist die Idee dahinter. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir das schaffen, dann das eröffnet ganz andere Perspektiven für weitere Missionen außerhalb Deep Space beispielsweise, die denkbar wären. So viel zur aktuellen Episode über die PT Scientists. Von der genannten Pressekonferenz gibt es eine Aufzeichnung, diese ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Natürlich werde ich hier im Podcast die weiteren Schritte der PT Scientists und der Mission to the Moon auch weiter begleiten. Astronomische Ereignisse. Die astronomischen Ereignisse habe ich wieder mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Der hat sie geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und auf der Homepage dieser Zeitschrift können sie auch nachgelesen werden. Los geht's am 4. Juni um 21 Uhr, da ist der Mond in der Nähe des Planeten Merkur zu sehen, im Abstand von 4,5 Grad. Hier ist zur Beobachtung am besten ein Fernglas zu benutzen. Ein Tag später, also am 5. Juni 2019 um 21.30 Uhr, ist der Mond beim Planeten Mars zu sehen, der Abstand beträgt 3,4 Grad. Da ist auch der Planet Merkur noch in der Nähe. Auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit gibt es eine Grafik, die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Veranstaltung. Die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Los geht's hier mit dem 28. Internationalen Teleskoptreffen Vogelsberg ITV. Das findet statt vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2019 am Campingplatz am Gederner See in Gedern. Hier wird zur gemeinsamen Beobachtung eingeladen, mit oder ohne eigenes Teleskop. Der Naturpark Hoher Vogelsberg liegt zentral im Dreieck Frankfurt-Fulda-Gießen und bietet gute astronomische Bedingungen, visuell bis 6,8 Mach. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni gibt es das Vega 2019 International Spectroscopy Symposium for Amateurs. Bei dieser Konferenz gibt es Präsentationen von professionellen Astronomen und von Amateurastronomen. Dazu gibt es Workshops aus den Bereichen Astrospektroskopie und Astrophysik. Die Sprache der Konferenz ist Englisch und die Konferenz findet statt in der Vega Sternwarte im Haus der Natur Salzburg. Dann geht's nach Norddeutschland, da gibt es das 9. Norddeutsche Sternwartentreffen. Das findet statt am 1. Juni 2019 in der Gemeinde Südheide. Auf dem Norddeutschen Sternwartentreffen besuchen sich Sternfreunde aus Norddeutschland jedes Jahr in einer anderen Sternwarte. Dieses Mal ist das Treffen in der Sternwarte Südheide. Bei dem Treffen geht's ums Kennenlernen und den Austausch. Die Teilnehmer können im Rahmen von Kurzvorträgen ihre Sternwarte, Projekte oder Forschungen vorstellen. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie immer zum Schluss der Sendung noch ein paar Sachen in eigener Sache. So möchte ich auch dieses Mal wieder Danke sagen an Ralf und Sven für die finanzielle Unterstützung. Diese Unterstützung hat dieses Mal ganz konkret geholfen für die Reise nach Berlin zu den PT Scientists. Vielen Dank dafür. Im Jahr 2018 gab es Auf Distanz Goes Baikonur. Das war ein Seitenprojekt dieses Podcasts, ist ein eigener Podcast geworden. Und im Rahmen dieses Projekts war ich nach Baikonur gereist und habe den Start von Alexander Gerst erlebt. Und den Podcast habe ich zusammen mit Pablo Bayern von der Bewuta und Peter Kohl vom Botenstoff-Podcast produziert. Aber dieses Projekt hatte auch eine Vorgeschichte. Es gab eine Crowdfunding-Kampagne. Und wie das bei Crowdfunding so ist, es gibt auch die Zeit, richtig Danke zu sagen. Und dafür gibt es am 15. Juni 2019 in Köln einen gemeinsamen Abend, nämlich den angekündigten Reisebericht.
Eingeladen sind da alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Projekts, die den Reisebericht als Dankeschön mitgewählt haben. Man kann aber auch jetzt noch mit dabei sein. Alle Informationen gibt es dafür im Netz unter reisebericht.aufdistanz.de. Das wär's dann für diese Folge von Auf Distanz. In der nächsten Episode greife ich nochmal eins der Themen auf, die bei der Sendepause vor einigen Monaten offen blieben. Im Oktober 2018 gab es den Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen. Da habe ich einiges an Gesprächen geführt, die auch jetzt noch aktuell sind und interessante Infos haben. Und da habe ich noch ein bisschen was zu berichten und das möchte ich in der nächsten Episode gerne nachholen. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.